Das Bild ist jetzt leer, jetzt könntest du den Korb raufstellen wie eben und dann kommen wir mit der Bank und dem Tisch. Es geht also schon los. Ja, ja. So, doch, nicht so weit, nicht so weit, nicht so weit. Wir müssen hier her. Wir müssen den Ausgang. Ja, wir müssen den Petersdom sehen. Den Petersdom. Wir können jetzt auch die Bank holen. Okay, die Bank. Ja, dahinter. Gut. Das Tischtuch. Wir brauchen die Tischdecke. Thomas, komm, so sehen wir uns nie wieder. Wir brauchen nur eine halbe Flasche als Requisite. So, ein Bierglas auf die Seite. Ja, ein Bierglas hier vorne bei dir. Brötchen. So. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, das ist mein Leib für euch. Die Birnen. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Nein, brauchen wir nicht. Das ist genau richtig, ja. Erstmal den Hocker hinstellen, erstmal, dass wir das Grobe haben, bevor wir jetzt ins Detail verlieren. Hier fehlt noch ein Apfel. Messer liegt nicht richtig, Messer muss hier liegen. Die Spitze des Messers liegt im Fadenkreuz des Bildraums. Das ist in dem Falle besser noch als der goldene Schnitt. Die Mitte des Bildes ist aber das aufgerissene Brötchen. Also ich habe es nochmal angemessen, das ist nicht exakt ganz die Mitte. Das eine Brot liegt hinten bei der Milch, hier ist die eine Birne und die zwei Birnen entsprechen wirklich diesen männlichen Art. Ja, wir müssen weiter rüber. Unterhalb des Kruges und das ist das runde Brötchen. Das ist das, was zerrissen werden muss und das liegt da. Austauschen. Genau. Aber der Krug ist nicht so weit hinten, oder? Da kommt die Milch rein. Ja, ich weiß. So. Und das ist das, was zerrissen wird, liegt quasi an deinem linken Ellenbogen, wenn du hier sitzt in der Mitte. Dabei, ja. Zerschneiden der muss noch. Zerschnitten ja. werden. Die Hälfte und ein Viertel. Das hat auch eine Aussage. Symbolische Bedeutung. Ja, ganz genau. Das halbierte und das. Der Regisseur macht das jetzt alles alleine. Und die andere Hälfte, die ist schon weg, oder? Wer hat die ja, gegessen? Ein Viertel das ist jetzt fehlt. Die Frage. Ein Viertel fehlt. Wer hat das gegessen? Wer hat das das gegessen? Ist nämlich die Frage. Die der Hund. Die Birne ist männlich in diesem Fall. Die Birne liegt quasi hier. Die zweite Birne ist zugewandt. So. Nee, davor. Ja, genau. Ja, also hier. Also hier, genau. Ja. Das die schmale Teil. Zweite, genau. Muss eine Ecke verschwinden lassen, die ist zu viel. Wir sind zu nah dran, wie gesagt, weil wir zu sehr in die Mitte denken. Ja, alles gut. Brauchen wir Abstand. Das ist ja erstmal so. So. Ja. Der Tisch geht von da. Ich weiß nicht, ob du mitmachst, weil du einen Vorteil daraus erhoffst. Ja, das ist, die Mitte ist hier. Das Messer fängt bei der Mitte erst an. Das ist das und das andere Brötchen? Und ob du mich wirklich vermissen würdest, wenn ich endgültig gehe. Oder ob du mich verraten würdest, wenn es darauf ankommt. Das siehst du nachher noch aus oder lässt es an? Nee. Weil das dann. Es kommt nur gleich. Gut, wegen Durchgucken meine ich bei dir, dass man durchgucken kann. Du schreibst. Dass man hier sozusagen aufs Brötchen gucken kann. Liebste Lotte, es tut mir unendlich leid, dich nach unserer nächtlichen Unterhaltung gestern so allein zu lassen. Ja, die wird auch schnell schlecht. Ich muss nur meiner Pflicht nachkommen. Im Herzen immer der deine. Ich kann dein Kunstwerk gucken, das ist ziemlich exakt die Flasche, die wir da auf dem Bild haben. Trillatulla. Ich schreibe. Ich packe, weil sie dich sonst von der Liste streichen. Die hast du gebunkert. Und weil sie dich schon nicht mehr grüßen in deinem Atelier. Und weil du nachts nicht mehr schlafen kannst. Irgendwie ist der Apfel noch zu breit, ne? Ich will nicht, dass du mir sagst, ich soll nicht gehen. Dann müsste ich hier nochmal einen geraden Runterschnitt haben. Ich beeile mich, weil ich dich nicht noch sagen hören will, ich soll gehen. Ich sehe gleich 10 Jahre jünger aus. Ich wurde schon von meinen Theaterleuten da. Ja, so eine. Ich habe dir geholfen, obwohl ich dir gar nicht hätte helfen können. Nur weil ich den Wunsch hatte, wir sind zusammen. Ja, musst du dann hochkrempeln ein bisschen nachher von dem Sack. Aber ich habe es bemerkt. Durch die Neigung. Du schaltest mich ein und aus, wie es dir passt. Ist schon mal falsch. In manchen Gesellschaften bin ich dir einfach nicht gelegen. Und du versuchst das zu vertuschen. Lügst. Schiebst Ausreden vor, die ich nur seitlich weglachen kann. Ich habe den Eindruck, aber ich bin kein Kunstexperte, ich habe den Eindruck, dass die Sachen viel weiter vorne liegen, die Obst. Das macht nichts. Aber das ist ja eine Frage. Ja, du kannst es natürlich in die vordere Ebene rücken. Das ist wirklich tatsächlich hier.
Das ist also wirklich ein Zitat auf diese Abendmahlstillleben. Das liegt wirklich dann auf der Kante bei Caravaggio Rabler zum Beispiel. Das ist aber Da Vinci, nicht Caravaggio. Der Witz ist, dass natürlich Lotte Laserstein das wusste. So, deshalb holt ihr das weiter vor. Klar, aber guck mal, ist das nicht schön mit der Falte? Ja, hallo. Also da oben ist die gerade Linie weg von uns und die schiefen Linien sind nah bei uns. Das wäre so eine gebogene Klinge gewesen, so sah das aus. Ja, aber nach uns gerichtet. Ja klar, die Klinge ist genau anders bei dem Messer. Aber das Messer mit der Schneide, die Schneide guckt zu uns. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen weiter, weil der hat das Bein so ausgestreckt, glaube ich. Ja, genau. Kann man die Milch sehen? Wenn es etwas zu essen gibt, bist du immer da. Also du musst links von der Birne sein mit der Hand. Stützt dich da richtig schön, du kannst sogar mittig die abstützen. Die Hand ist hier vor. Ein Stück Butter kostet inzwischen 3,29. Du kannst fast bis hier mit der Hand gehen. In welcher? Ach, so ist gut. Ja. Und du bist nicht an der Nase dran, sondern du bist an der Wange und die Nase ist frei, genauso wie die Lippen frei. Ah, okay, so. Ja, sprich nicht so laut. Die Hand fällt fast runter, also fast. Wir gucken, wir fast auf den hier, auf dem Knöchel bist du fast drauf. Sie werden sich zu den Gottbegnadeten zählen, auserwählen. Das ist der Philosoph, ja. Das ist der Philosoph. Profiteur. Der Philosoph. Guck mal, du hast beide Beine so ganz komisch vorne. Nee. Das heißt, dein linkes Bein ist hier am. Dein linkes Bein kommt hier ran. Da, wo dein rechtes ist, muss der linke Bein sein. So? Aha. Genau, und den Fuß nach vorne, ja. So, lang gestreckt. Und den so, und da muss dann Triller irgendwann, genau. Ich hätte wissen müssen, was Crazy kommt. Position. Okay. Die Nachbarn fragen. Genau, ich habe ungefähr schon mal ausprobiert. Wie konntest du dich mit dem überhaupt einlassen? Tatsächlich mit der Handbewegung. Die Entfernung wird hilfreich sein. Der zweite Finger drunter. Ohne Berührung geht das Trennen leichter. Guckt ganz skeptisch und du bist der Einzige, der wirklich freundlich guckt, aber vom Menschen. Ja, vor allem, du guckst ihn an skeptisch. Na, ich gucke hier dran vorbei. Eigentlich sinniere ich so auf dieses halbleere Glas. Also, es ist ja die Metapher. Unsere Briefe werden später von einem Schweden in einem Roman verwendet. Vom Aufhören. Über die Flüchtigkeit des Ruhms und den Umgang mit dem Scheitern. Ich trage Gelb. Eine Farbe, die in der alten Kunst negative Eigenschaften wie Geiz, Gier, Neid, Verlogenheit oder Verrat symbolisiert. Das Glas näher zu dir. Bin Jesus und Judas zugleich. An die Kante mehr ran noch? Du hast schon ja, an die Tischkante. Hier, glaube ich. Ja, so, warte. Die muss ich mich jetzt hier rausziehen. Genau. Also die Tasse muss ich verkrampft aus, aber ich muss das die Tasse festo. Die Dame rechts im grünen Kleid ist im Theatertext fürs Hans Otto eine Polin, die zum Gelderwerb Hunde ausführt. Weil es sonst nicht reichen würde als Model. Die Tasse fährst du, ich sag dir mal, so an, den tiefer rein. Ja, so genau. Genau so. Genau so. So, und da war die Hand hier unten ungefähr in dieser Höhe. Das Bein so. Genau. So. Und ein bisschen mehr Abstand zwischen den beiden. Genau. Ich kann noch ein bisschen mehr reinkippen, glaube ich. Ja, vielleicht. Kannst du wieder absetzen, ja, genau. Okay. Tanja, du musst einen Schritt zurück zu mir, genau. Und jetzt auch den ganzen Oberkörper noch mehr nach Potsdam, vorne schräg links. Die Dame links in Schwarz war meine Vertraute, Traute Rose. Im Sommer wollten wir Tennis spielen auf dem Platz gleich gegenüber, auf dem Winzerberg. Doch dann hatten wir keine Zeit oder es war zu heiß. Ewig hat es nicht geregnet und der Platz staubte. Meistens spielten wir zu unterschiedlichen Zeiten. Allein und gegen die Wand. Du hast so eine ganz komische Haltung, weil hier wäre das Geländer quasi, das zieht dich so ein bisschen, aber nach oben. Ja, schwierig, ja, aber ist gut. Mein Gegenüber ist Schauspieler. Gerade ist er vom Drehen zurückgekehrt aus Polen. Er spielt dort Fritz Bauer in einer Auschwitz-Serie. Das passt ja. Was ja wirklich interessant ist, dass Laserstein eine Vorahnung hat von dem, was passiert, 3 Jahre bevor es passiert, und auf dem gleichen Grundstück vorne 1944 die Aktentasche versteckt wird. Da, in diesem Haus dort, in der Löwenkopfhöhle. Tresco, Stauffenberg haben dort die Tasche. Von dem Hitler. Um 6 Uhr ist er gestartet nach Rangsdorf und dann zur Wolfschanze. Der linke Zeigefinger. Und der Herr neben mir mit dem linientreuen Haarschnitt? Den hätten sie nach Felderfing geholt, damals in die Reichsschule. Und die Schulter ist angeschnitten, ne? Vom Tisch. Der Schneid der Offiziere liegt ihm im Blut. Aber was kann er für seinen Großvater, der ganz nah an der Führungsriege war? Über die Modelle. Er war bei den Fallschirmjägern. Das merkt man doch. Immer noch diese Kondition. Gerade erst ist er das,
Eroica-Rennen gefahren durch die Toskana. Sie sagt ständig Peter zu mir, die Roswitha. In den Zellen ist das vererbt worden. Jetzt reißt euch mal zusammen, ja? Durchhalten. Eine Hand rein, als ob du schon ein bisschen dünn bist, sozusagen. Weißt du, dass du tiefer schon das Glas hast. So? Nee, ruhig, der Daumen ist hier. Ah, so weit oben. Du bist schon eher oben, weißt du? Du hast schon sozusagen diese Freudigkeit, dass du nah am Rand sein möchtest. Die Dame in Grün sagt, er braucht seinen Rückzug. Ich krieg meine Finger nicht aus. Die Dame in Schwarz meint, er könne gut kochen. Ellen? Aber wäre nachts noch gegangen. Rechte auf die linke, genau. Jetzt die rechte Hand weiter rüberschieben noch auf den linken Arm. Er hat eine große Zeichnung gemacht von der Explosion in der Wolfsschanze. 20. Juli 1944. Wie die Balken kreuz und quer über dem kaputten Lagebesprechungstisch liegen. Ein interessantes grafisches Muster. Es hätte klappen können, wenn nicht irgendein Dienstbeflissener die Tasche als hinderlich bemerkt und von einem Tischbein ans andere gestellt hätte. Zufällig. Das war deine Idee. Ich weiß, sag mal, was ganz Ernüchterndes. Das hat sie an Einzelfiguren und dann zusammengesetzt. Das denke ich mal auch. Deshalb ist das auch so nicht nachstellbar. Das ist der Beweis dafür eigentlich. Dass das teilweise, die können doch nicht alle Stille gehalten haben. Das geht ja, ich denke, die hat das so skizziert und dann. Sie wird die Einzelfiguren als Idee so positioniert haben und hat das. Die schwere Holzplanke, die einmal eine Tür war, habe ich von Berlin mit der S-Bahn nach Potsdam transportiert und dann zu meinen Bekannten hinauf auf die Dachterrasse getragen und dort die Figuren gruppiert, als Skizze angelegt, im Atelier dann zu Ende gemalt. Sehen Sie, die Damen rechts und links haben die gleichen Beine. Ich hatte nur ein Modell. Gregor-Mendel-Straße 39 ist die Adresse. Der Sachverständige vom Kulturamt, Abteilungserinnerungskultur, hat es genau lokalisiert anhand der Häuser im Hintergrund. Anstelle des Hauses steht jetzt ein anderes, ohne Terrasse. Deshalb bauen wir unseren Tisch auf der Freifläche auf dem Binzerberg auf, ein paar Meter weiter. Die Stadtkulisse stimmt, die Kirchen stehen noch, mein Hauptwerk auf einer Holztür. Es hing immer in meinem schwedischen Wohnzimmer. Ich bin nie nach Deutschland zurückgekehrt. Bisschen mehr zu dir ran, die Hand. Die rechte Hand, ja genau. Noch einen ganz kleinen Tickel, die Hand zu dir rüberneigen. Ja, perfekt. Genau so. Da war jetzt die linke Hand noch mehr unter die rechte, unter den rechten Unterarm schieben. Nein, nicht in die Richtung, stopp, sondern zu dir ran an den Körper. Und ein bisschen gehst du auf deine Schulter zu. Kannst du sie so ein bisschen, dass du so ein bisschen so liegst. Ja, genau. Nicht ganz und gar. Kopf einen Tickel höher, ja, so reicht. Und ist die Kirche an der richtigen Stelle über meinem Kopf? Ja, die eingepackt ist über deinen Kopf, ja. Was nützt die Wiederentdeckung, wenn ich über 80 bin? Du machst ein bisschen, spannst den Mund ein bisschen an, wie wenn du genervt bist. Das heißt, so ein bisschen drückst du die rechte Partie deiner Lippe auf die untere. Was folgt? Perfekt, ja, genau. Ausstellungen in Stockholm und Berlin. Eine Versteigerung in London. Geld wird in Bewegung gesetzt. Kulturstiftung der Länder. Ernst von Siemens Kunststiftung. So, Dietrich, du guckst, wie gesagt, auf Thomas. Deutsche Klassenlotterie. Und mit so ein bisschen, man weiß nicht, willst du ihn auslachen oder denkst du, was für ein Denker? Was und wer uns sehen möchte, wir sind nun im Foyer der neuen Nationalgalerie im Untergeschoss. Guck dir die Lippen mal an. Es ist fast so ein bisschen Spott drin. Da ist ein bisschen Spott drin. Die mittleren beiden Finger nein, da, genau. So, und die äußeren beiden müssen höher sein, die Höckel. So? Ja, genau. Und dann den hier, warte. Und so. Jetzt Text bitte. Und, jetzt. Und die anderen? Wir schauen einander nicht an. Wir kennen uns alle und wissen zu viel. Und keiner weiß, wer letztlich mit wem was bespricht. Unsere Ehen haben wir hinter uns. Aber wir wissen nicht, wie es besser gehen sollte. Ein Bestseller ist jetzt erschienen mit dem Titel Allein. Es hat uns ja keiner gut vormachen können, wie es gehen soll. Ja, das war sehr gut. Lass uns mal von hier eine Aufnahme machen. Wir haben das jetzt. Wer soll wem noch trauen? Die Milch eingießen? Ja, ne? Nein, musst du nicht. Bitte? Musst du nicht, nein, die darf nicht raustropfen. Meine Großmutter wog 48 Kilo, als sie heiratete, sagte die Dame in Grün. Sie hätte alles überstanden. Zwei Kriege, Flucht, auch den Virus. Aber wir stellen die Kamera noch weiter rechts, aber dann haben wir wiederum die Kirche nicht über Ellen. Ne? Wenn sie nicht schon Jahre vorher gestorben wäre. Das ist zu viel, ja, das geht nicht. Nee, der muss ja mittig drin sein. So, bitte Konzentration nochmal. Ist das nicht eine monströse Geschichte? Den eigenen Sohn für die Erlösung der Menschheit zu opfern? Und wieso eigentlich immer den Vater verehren? Ist doch klar, dass die Mütter irgendwann böse werden und nach ihren Töchtern treten. Genau,
die vielen geopferten Söhne. Also, du drehst sozusagen dich ein bisschen nach schultertechnisch nach da sozusagen und die Stirn nach dort, Kinn hierher und Blick hier runter, genau. Du kannst ein bisschen tiefer gehen, es ist nicht so viel über ihn zu sehen. Ja. Ist perfekt eigentlich jetzt, das ist perfekt von der Höhe. Genau. Thomas, ja? Kopf schön nach hinten werfen. Ganz genau, ja. Das heißt, dass du deine Hand wirklich vor die Nase setzt, dass man deine Finger sehen kann. Komm mal ran, ich mach das mal. Nicht lachen, Ellen, du bist traurig. Rechte Lippenhälften zusammenbeißen. Als ich 4 Jahre alt war, hätte ich mit Brot geworfen. Daraufhin haben meine Eltern drakonische Strafmaßnahmen ergriffen. Was weiß denn eine 4-Jährige in den 70ern von der Hungersnot nach dem Krieg? Wir warten auf die Künstlerin. Immer wieder das Würgen im Hals. Und mit 19 Bulimie. Ja, Augen schön offen und dabei etwas traurig. Du wurdest gerade angemeckert. Hin, sitz, sitz, ping, ping, fein. Gut, ich denke, wir haben es, ne? Das ist super, wenn Thomas die Hand davor macht. Ist zwar nicht am Gesicht, aber ist eigentlich besser so. Das ist die einzige Möglichkeit für ihn. Messer, ist das gut? Nee, ne? Die Birne muss anders, oder? Das ist doch gut, ja. Brot ist gut. Brötchen ist dunkler. Einfach zum Gucken. So, die Flaschen sind auch gut, ne? Irgendwas. So. Wir haben's. Ist schon fertig. Die Performance fand nach dem Gemälde von Lotte Laserstein Abend über Potsdam am 3. September 2022 auf der Freifläche neben dem Winzerberg in Potsdam statt. Mitwirkende David Meefs in der Rolle des Regisseurs. Dr. Tanja Prox als Dame in Schwarz. Thomas Bading als Schauspieler, Dichter und Poet. Dietrich Richter als Kunsthistoriker. Petra Stroh als Dame in Grün und Milchausgießerin. Ellen Kober als Dame in Gelb. Hündin Triller im Vordergrund. Kamera, Ton, Schnitt Ingo Biermann. Sprecherin Claudia Geißler. Das Projekt wurde gefördert durch die Landeshauptstadt Potsdam und mit einem Stipendium der Stiftung Kunstfonds Bonn. Unterstützt durch Pro Potsdam. Dank an Invino. Ich habe Druckstellen. Ich muss zum Arzt. Da kannst du mal sehen, du hast das ist original.